Herzlich willkommen zurück. Wir hören jetzt einen besonders spannenden Vortrag. China und die digitale Weltordnung, Blaupause für den digitalen Kontrollstaat. Und unser Referent ist Philipp von Becker, Filmemacher und Autor des Buches Der Glaube an die Unsterblichkeit, Transhumanismus, Biotechnik und digitaler Kapitalismus. Für die Recherche zu dem Thema ist er Anfang des Jahres durch China gereist und wird uns von seinen Erfahrungen und Eindrücken berichten. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Vielleicht muss es ein... Ja, wie schon gesagt, ich beschäftige mich seit Jahren als Autor mit dem ganzen Digitalkomplex. Gleichzeitig habe ich eine Passion fürs Dokumentarfilme machen und da lag es natürlich nahe, auch zur digitalen Revolution etwas Dokumentarisches zu machen. Und als ich dann letztes Jahr diesen Entschluss oder Plan fasste, war mein erster Gedanke eigentlich, dass ich dafür nach Asien muss oder will, weil dort gefühlt die Zukunft schon da ist. Ich habe mich dann für China entschieden und bin im Frühjahr diesen Jahres, also 5 Wochen durch China gereist. Und in der Tat war das für mich in gewisser Hinsicht eine Reise in die Zukunft, beziehungsweise als ich zurückkam nach Berlin, hatte ich das Gefühl, ich bin wieder in der Vergangenheit, irgendwie in den 70ern gelandet. Als ich so das erste Mal beim Bäcker war und dort Menschen mit Münzen und Geldscheinen hantieren gesehen habe, war ich fast gerührt. In China, zumindest dort, wo ich war, wird mittlerweile fast ausschließlich nur noch per Smartphone bezahlt. Das, was mich wahrscheinlich am meisten dort schockiert hat, war die flächendeckende Videoüberwachung. Also zumindest dort, wo ich war, in den großen Städten, jetzt auch abseits der Peripherien, ist wirklich noch jede kleinste Seitenstraße, jeder kleine Winkel ist videoüberwacht. Das betrifft auch alle privaten oder öffentlichen Shops und Einrichtungen. Also die auch privat sozusagen haben die Chinesen fast eine Obsession mit Videoüberwachung. Also auch jeder Nudelshop, jedes Geschäft hat irgendwie 3 Kameras installiert. Auch die neuen Wohnhochhäuser sind zumindest im Eingangsbereich und im Fahrstuhl videoüberwacht. Und könnte man all das Material zusammenfügen, würde man wahrscheinlich 80-90% der Zeit, die ich nicht in meinem Zimmer war, sich auf Video anschauen können. An meinem dritten Tag dann in Peking, also ganz am Anfang schon, habe ich Kai Strittmatter getroffen, den ehemaligen SZ-Korrespondenten in Peking. Wir waren essen und nachdem er mir einige schon ziemlich gruselige Horror-Stories erzählt hatte, auch dass ihm kürzlich im Außenministerium zum ersten Mal richtig mit Gewalt gedroht worden sei, sagt er zu mir, ja gut, schauen Sie, Herr von Becker, hier unsere Smartphones liegen nebeneinander auf dem Tisch, Sie haben mir eine E-Mail geschickt mit Ihrem Vorhaben und so weiter. Wer weiß, wenn jetzt gerade jemand langweilig ist bei der Stadtsicherheit, vielleicht kriegen die dann auch auf den Kicker und gucken mal, wer sie so sind und was sie hier eigentlich so machen. Das hatte bei mir eine ziemliche Paranoia zur Folge, also zumindest so die folgenden 10 Tage, 2 Wochen habe ich dann wirklich erlebt, was es heißt, in einem totalitären Überwachungssystem zu sein, wenn man was zu verbergen hat. Das ist ja immer dieses schöne, naive Argument hier bei uns. Ja gut, die wissen ja alles, aber ich habe ja nichts zu verbergen. In dem Fall war ich halt dort, um ohne Drehgenehmigung zu diesem Thema zu recherchieren und zu drehen. Und die Folge war genau das, was in so einem Panoptikum passiert, nämlich Selbstzensur, vorauseilender Gehorsam, Anpassung. Ich habe also meine komplette Online- und Offline-Kommunikation extrem zensiert, habe auch mein ganzes Vorhaben eigentlich umgestellt. Ich wollte AI-Firmen anschreiben, kontaktieren, treffen, Wissenschaftler, Forscher und so weiter treffen. Ich habe mich dann entschieden, all dies nicht zu tun, um sozusagen bloß nicht aufzufallen und eher unter dem Radar die 5 Wochen zu bleiben und Bilder zu sammeln. Oder ein Beispiel vielleicht noch für Anpassung, ich hätte sehr gerne viel mehr in den U-Bahnhöfen dort gedreht, allein weil das ein Wahnsinn ist mit diesen tausenden Menschen, die da rummarschieren und dieser kompletten Videoüberwachung und den ganzen Sicherheitskontrollen, aber dort dann zum Beispiel in so einem Gang, wenn eben
tausende Menschen von A nach B laufen, dort stehen zu bleiben und auch halt länger dann vielleicht als 10, 15 Sekunden, könnte ja schon bei irgendwelchen Algorithmen dazu führen, dass die irgendwie eine Red Flag absondern und ich sozusagen durch auffälliges Verhalten dann irgendwie auffalle. Bevor ich jetzt noch ein bisschen weiter auf diese neue Überwachungsinfrastruktur und Diktatur eingehe, möchte ich zwei Sachen vorwegschicken. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, eher Informationen wirklich nochmal zu China zu geben und weniger jetzt eine soziologisch-philosophische Analyse des Ganzen, da ich glaube, dass doch etwas gilt, was eine chinesische Filmproduzentin zu mir in Peking sagte. Sie sagte, wir wissen sehr viel über euch, aber ihr wisst fast nichts über uns. Gleichzeitig möchte ich vorausschicken, dass das natürlich ein sehr kritischer, ein sehr westlich, europäisch-deutscher Blick auf das Ganze ist. Mir ist klar, dass man da auch rein perspektivisch vieles relativieren könnte. Ich sage das aber zum einen jetzt eher zugespitzt und nicht eben verharmlost, weil wir, glaube ich, tatsächlich hier relativ wenig Ahnung haben, was da auf uns zukommt, oder jetzt kürzlich dann auch so Gestalten wie Friedrich Merz China eigentlich als Vorbild für Digitalisierung preisen. Und zum anderen sage ich das natürlich auch eingedenk der Tatsache, dass wir hier mittlerweile auch in einem Überwachungskapitalismus leben und all das, was ich jetzt zu China sage, in gewisser Weise vielleicht eine Art Black Mirror tatsächlich für das ist, was bei uns auch passiert oder noch passieren wird. Jetzt aber, um meine These mal kurz zu überprüfen, dass wir so wenig wissen, würde ich gerne fragen oder bitten von euch, wer weiß, wer oder was Tencent ist. Der möge mal seinen Arm heben. Ja, super, also das ist das erwünschte Ergebnis. Das waren jetzt irgendwie grob geschätzt fünf Personen. Tencent ist mittlerweile das größte Unternehmen für Social Media und Online-Spiele. In Deutschland reden wir natürlich verständlicherweise, weil wir mit denen täglich in Kontakt sind, immer über die Big Five, also die großen amerikanischen Digitalmonopole. Wir sehen hier, dass unter den größten 20 Internet- oder Digitalunternehmen eben 11 amerikanisch sind und 9 chinesisch. Je nach Statistik gab es auch schon Meldungen, dass Tencent, was die Marktkapitalisierung angeht, Facebook bereits übertroffen hat. Hier sind sie noch auf Position 7 hinter Alibaba. Wir können jetzt nicht auf all diese, in Anbetracht der Kürze der Zeit, auf all diese Unternehmen eingehen. Ich werde mich jetzt auf Tencent ein bisschen konzentrieren. Also Tencent ist nicht nur so ein Social-Media-Unternehmen, sondern tatsächlich auch größter Online-Spieleanbieter, größter Musik-Streaming-Dienst in China und auch einer der größten Risikokapitalfirmen und Investmentfirmen der Welt. Und das wahrscheinlich bekannteste Produkt ist dieses hier, das ist WeChat. Das ist sozusagen die Master-App, an der in China so gut wie kein Weg vorbeiführt. Ist so etwas wie Facebook und WhatsApp zusammen. Kleine Fußnote, WhatsApp gehört zu Facebook. Aber eben nicht nur das, also man kann nicht nur Nachrichten senden, telefonieren und so weiter, man kann einen Termin beim Arzt buchen, Kinokarten kaufen, Fahrräder ausleihen, seine Wasser- und Stromrechnung bezahlen, seine Steuern ans Finanzamt überweisen und so weiter. Es hat mittlerweile auch die E-Mail dort eigentlich ersetzt. Also wenn ich Leuten gesagt habe, ich schicke ihnen eine E-Mail, haben die mich zum Teil ganz irritiert angeschaut, weil das ist ja total unpraktisch. Es ist viel praktischer, wenn man das alles per WeChat macht. Und das Schönste ist natürlich, dass die Staatssicherheit mitliest und WeChat komplett zensiert ist, so wie das gesamte Internet in China. Das heißt, also Schätzungen zufolge, ich weiß nicht, gibt es verschiedene Zahlen, gibt es so 2 Millionen, also tatsächlich noch Menschen, die als Zensorinnen arbeiten in China, zum Teil halt direkt in den Unternehmen werden zigtausende Zensorinnen beschäftigt. Und je nachdem, was man dann halt als in so einer Nachricht schreibt, kann die sozusagen live direkt zensiert werden. Also die Nachricht kommt gar nicht erst an.
Das kann zum Teil sogar regional gesteuert werden. Also wenn irgendein Thema in einer Region aufpoppt, was unliebsam ist, dann wird das, kann das auch regional erstmal abgeschaltet werden. Und wenn es dann auch in Shanghai aufpoppt, schließt man auch dort dann die entsprechenden oder setzt entsprechende Wörter auf die Zensurliste. Angefügt hier noch, dass Tencent und auch Alibaba, der vielleicht hier bekannteste Konzern, eben mittlerweile auch zu digitalen Banken werden und eben vor allem den Markt für bargeldloses Bezahlen sehr schön unter sich aufgeteilt haben. Also so gut wie überall gibt es dann eben diese zwei Optionen. Das grüne ist WeChat und das blaue ist Alipay, also das Finanzdienstleistungsunternehmen von diesem anderen Riesenkonzern Alibaba. Ja, all das ist also Teil dieser schönen neuen Welt, die uns ja auch hier ständig eingeredet wird. Alles muss smart, alles muss digital, alles muss miteinander vernetzt werden. Bevor ich jetzt darauf noch ein bisschen weiter eingehe, machen wir einen ganz kurzen Ausflug in die chinesische Geschichte der letzten 70 Jahre, weil wir, wie gesagt, glaube ich, relativ wenig Ahnung haben von diesem Land. Wir machen es ganz kurz. Also 1949 wurde der heutige Staat gegründet, die Volksrepublik China, mit der gleichzeitigen Machtübernahme der Kommunistischen Partei. 58 bis 61 war dann der sogenannte Sprung nach vorn, bei dem Mao also innerhalb weniger Jahre aus einem Agrarstaat einen Industriestaat machen wollte. Eine Folge war davon 30 bis 40 Millionen Hungertote. Und es folgten dann eben die 10 Jahre Schrecken der Kulturrevolution, die bis heute noch traumatisch in den Seelen des Volks weiterlebt, wobei es interessant ist, dass also zumindest der jüngere Teil der Bevölkerung so gut wie keine Ahnung hat, was eigentlich unter Mao wirklich passiert ist. Das gleiche gilt für den Volksaufstand 1989 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Es gibt chinesische Studierende, die zum Teil davon zum ersten Mal überhaupt erfahren, wenn sie im Ausland studieren. Und das dann zum Teil auch noch anzweifeln. Ein Beispiel vielleicht, Wikipedia ist natürlich auch verboten in China und im chinesischen Äquivalent dazu existiert das Jahr 1989 schlichtweg gar nicht. Was ich vergessen hatte, das füge ich jetzt mal hier noch an, also die Chinesen haben eben tatsächlich auch kein Internet. Ja? Sie befinden sich in einem riesigen Intranet und diese chinesische Mauer, also die berühmte Firewall, die funktioniert halt tatsächlich und nur mit VPNs, die jetzt mittlerweile auch nur noch eingeschränkt verfügbar sind, kommt man auf ausländische Webseiten. 1978 dann die Wirtschaftsöffnung unter Deng Xiaoping und seitdem hat also China einen gigantischen Aufstieg, beziehungsweise chinesische Perspektive natürlich ein Wiederaufstieg ist hingelegt. Allein seit 1990 ist das Pro-Kopf-Einkommen um 25% gestiegen, um den Faktor 25 gesteigert worden und nach Kaufkraftparität ist China bereits heute die größte Volkswirtschaft der Welt und auch mit vielen Ländern der wichtigste und größte Handelspartner. Natürlich auch, oder was heißt natürlich auch von Deutschland, China ist auch Deutschlands größter Handelspartner. Das Ganze ging natürlich auch einher mit gigantischen Infrastrukturprojekten. Also alleine in den letzten 20 Jahren wurden 25.000 Kilometer Schnellbahnstrecken gebaut. Ich bin von Peking runter nach Shenzhen gefahren, gegenüber von Hongkong, so diesen neuen chinesischen Silicon Valley. Das ist eine Strecke, die so knapp Berlin-Sizilien ist. Das ging mit dem Schnellzug in 8 Stunden 40 Minuten. Das Ganze läuft unter dem Plan Made in China 2025. Bis dahin will man also in so Schlüsseltechnologien aufgeschlossen haben und spätestens 2049 dann zum 100-jährigen Geburtstag der Volksrepublik will man also in allen Bereichen weltweit führend sein. Das wahrscheinlich bekannteste Projekt, da könnte man jetzt auch einen extra Vortrag zu halten, ist diese sogenannte neue Seidenstraße oder One Belt, One Road. Jetzt hier nur ganz kurz gesagt, es ist nicht nur ein gigantisches Konjunkturprogramm für die chinesische Wirtschaft, sondern eben
Ja, letztendlich die geostrategische Vision für eine neue von China bestimmte Weltordnung. Wir sehen, das betrifft also auch nicht nur die Integration Eurasiens, sondern auch Afrikas und des Südpazifiks. All das geschieht unter der Ägide des 2013 ins Amt gekommenen Staatspräsidenten Xi Jinping. Wie Kai Strittmatter in seinem sehr lesenswerten Buch schreibt, sagt man in China, Mao habe die Feinde der Nation besiegt, Deng Xiaoping habe die Nation reich gemacht und Xi Jinping macht sie nun stark, führt sie ins Zentrum der Welt. Neben dieser sozusagen Expansion und Rückkehr auf die Weltbühne läuft unter Xi Jinping vor allem eine verstärkte Repression, also alle Keime der Zivilgesellschaft, die sich durchaus in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt haben, wurden abgeschnitten, also Autorinnen, kritische Intellektuelle und so weiter verschwanden oder deren Social Media Accounts wurden schlichtwegs gelöscht. 2013 gibt es hier ein schönes neues Gesetz des obersten Gerichts, da heißt es, wer ein Gerücht verbreitet, das mehr als 500 Mal weitergeleitet oder mehr als 5000 Mal angeklickt wird und so die gesellschaftliche Ordnung stört, riskiert bis zu 3 Jahren Haft. Parallel dazu werden regelmäßig im Staatsfernsehen Dissidenten, Bürgerrechtsanwälte, Autorinnen, wer auch immer, sich kritisch geäußert hat, in so TV-Geständnissen dem Publikum vorgeführt, wo sie dann ihre verbrecherischen Aktivitäten bereuen und der Partei danken, dass sie ihnen nochmal eine zweite Chance gibt und so weiter. Das heißt, neben dieser digitalen Überwachungsinfrastruktur braucht es natürlich in so einem System auch immer sozusagen so eine Hintergrundstrahlung realer physischer Gewalt. Idealerweise ist die in so einem System allerdings nicht mehr nötig, sondern idealerweise werden die Regeln und wird die Kontrolle zur Selbstkontrolle und werden Regeln internalisiert. Da gibt es ein sehr schönes Zitat der Volkszeitung. Es gilt, eine Firewall in den Gehirnen aufzubauen. Erst dann können wir wirklich von einer Basis für die nationale Internetsicherheit sprechen. Entschuldigung, ich brauche einen Schluck Wasser. Okay, die Zeit ist knapp, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ja, wahrscheinlich, wir kommen jetzt gleich noch zum Sozialkreditsystem, von dem allerdings die meisten hier wahrscheinlich schon gehört haben. Vielleicht nur ganz kurz hier, ob diese popkulturelle Referenz beabsichtigt ist, weiß man nicht, aber der Zusammenschluss aller Videokameras in China läuft also bei der Polizei unter dem Namen Himmelsnetz oder eben Skynet auf Englisch. Ja, von dem Sozialkreditsystem werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen, haben die meisten wahrscheinlich schon gehört. Ich habe ein paar schöne Zitate zusammengestellt, also offiziell von der Partei heißt es, die Vertrauenswürdigen sollen frei unter dem Himmel umherschweifen können, den Vertrauensbrechern aber soll kein Schritt mehr möglich sein. Und ein Beamter in Rongcheng, einem der Orte, wo das als Pilotprojekt schon läuft und eben Bürger, je nachdem, was sie denken und tun oder nicht tun, bewertet werden, sagt, unser Ziel ist es, das Verhalten der Leute zu normieren. Wenn sich alle der Norm gemäß verhalten, ist die Gesellschaft automatisch stabil und harmonisch. Und vielleicht noch schöner ist das Zitat einer Abteilungsleiterin für die Umsetzung des Sozialkreditsystems in Shanghai. Wäre das nicht die beste aller Welten, wenn man in einigen Jahrzehnten gar nicht mehr über das System und seine Regeln sprechen müsste? Vielleicht schaffen wir es und gelangen an einen Punkt, an dem keiner es mehr wagt, an einen Vertrauensbruch zu denken. Ein Punkt, an dem keiner mehr überhaupt auf die Idee kommt, unserer Gemeinschaft zu schaden. An dem Punkt wäre unsere Arbeit getan. Ja, wäre das nicht eine schöne neue Welt? Das wäre jetzt auch ein extra Vortrag wert. Ich sage das jetzt hier nur ganz kurz. Die wahrscheinlich ultimative Idee hinter dem Ganzen, und das finden wir eben hier auch im Westen, Schlagwörter wie Smart City, Smart Government oder etwas unverblümter soziale Physik,
gehen letztendlich davon aus, dass Menschen oder Gesellschaften als Maschine betrachtet werden können und dementsprechend programmierbar sind und steuerbar sind. Und dass eben letztendlich aus Politik und gesellschaftlichen Prozessen dann sowas wie Social Engineering oder soziale Physik gemacht werden kann. Und die finale Idee dahinter, wenn man das noch weiterdenkt und weiterspinnt, wäre wahrscheinlich, dass das irgendwann, und da werden die Chinesen wahrscheinlich bald soweit oder vielleicht bald soweit sein, dass das dann alles KI-gesteuert läuft. Und sozusagen die ultimative Vorstellung wäre dann wirklich, dass eigentlich Regierung und Politik ersetzt wird durch vielleicht so eine Zentral-KI, die dann als gottgleicher Supercomputer die Gesellschaft steuert. Warum muss uns das jetzt hier alles interessieren? China, zum einen wird man sich natürlich oder guckt man sich natürlich von Riad bis Moskau bis Brasilia und Washington sehr genau an, was dort in China passiert. Vor allem, dass eben ab 2020 dann für alle geplante Sozialkreditsystem ist also ein gigantisches Experiment letztendlich. Das sind ja auch alles völlig neue Entwicklungen, die es menschheitsgeschichtlich so noch nie gab. Man wird also sehr genau schauen, funktioniert das, was funktioniert dort, was funktioniert nicht. Und vor allem sind die Chinesen natürlich auch dabei, das zu exportieren. Ich habe mal hier eine Statistik, wir werden jetzt da nicht ins Detail gehen, aber da hat ein amerikanischer Think Tank also 65 Länder untersucht und China hat bereits in 38 von den untersuchten Ländern Internet- und Telekommunikationsinfrastruktur aufgebaut, in 18 von 65 Ländern KI-Systeme mit Gesichtserkennung, also vor allem in zum Beispiel in Venezuela, Bolivien und Ecuador läuft das. In Ecuador wurde also auch ein Kameranetzwerk und System zur Smartphone-Überwachung installiert, worauf die Kriminalitätsrate um ein Viertel gefallen sei. Gleichzeitig finden Trainings statt, also tausende afrikanische Journalistinnen werden nach China eingeflogen und bekommen dort Trainings, wie man guten Journalismus macht. Ein Konzern, der jetzt hier noch nicht gefallen ist, der aber auch sehr aktiv und mittlerweile sehr mächtig ist, ist Huawei. Die rühmen sich auch, in bereits mehr als 200 Städten in 40 Ländern aktiv zu sein. Es gibt zum Beispiel eine Kooperation mit Duisburg, also Huawei soll jetzt Duisburg smart machen. Ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel, wahrscheinlich, bin mir nicht sicher, aber wenn es jetzt hieße, oder wenn Google sowas hier machen würde, und es heißt jetzt irgendwie, was weiß ich, Google macht Bamberg smart, dann hätte es zumindest irgendwie ein mediales Echo, vielleicht sogar einen kleinen Aufschrei gegeben. Über Huawei und Duisburg hatte ich zumindest vorher noch nie was gehört. Ja, jetzt abschließend, was heißt das jetzt vielleicht im Großen und Ganzen für Europa? Während wir uns hier zumindest in Westeuropa ja immer noch in einer relativ wohligen Wohlstandsbubble befinden und so langsam vielleicht erst realisieren, dass eben mit 1989 nicht das Ende der Geschichte eingetreten ist und dass eben Kapitalismus auch nicht notwendigerweise mit einer Liberalisierung und Demokratie und Freiheitsrechten einhergeht, ist es für uns, glaube ich, zumindest wichtig hier zu realisieren, dass wir uns aus chinesischer Perspektive durchaus wieder in sowas wie einem Wettkampf der Systeme befinden und für die chinesische Regierung das, was in den USA und mit Trump passiert und auch hier in Europa, ist natürlich gefundenes Fressen für die eigene Propaganda, für die eigenen nationalen Großmachtsfantasien. Hier noch ein schönes Zitat von der staatlichen Nachrichtenagentur. Nach mehreren Jahrhunderten zeigt das westliche Modell Anzeichen von Altersschwäche. Höchste Zeit, dass wir uns die Mängel dieser tattrigen Demokratie genau ansehen, die so viele Übel dieser Welt verursacht und so wenige gelöst hat. Ja, leider ist jetzt, damit wir noch Zeit für Fragen haben, kürze ich jetzt nochmal ab, um jetzt nicht so negativ zu enden. Also meine positive Schlussfolgerung aus dem Ganzen ist eigentlich, dass für Europa die große Chance besteht, sowas vielleicht wie einen dritten Weg anzubieten, jenseits von dem, was in den USA und in China passiert. Also dass sozusagen Made in Datenschutz, Made in Europe oder Made in Germany tatsächlich ein Trademark wird und wir mit allen Mitteln und Kräften versuchen, hier unsere freiheitlichen Rechtsstaaten zu verteidigen und dass das eigentlich auch Strahlkraft entfalten kann und ein attraktives Gegenmodell sein kann gegenüber so einem digitalen Autoritarismus.
Und wir sollten auch, weil das ja oft so was rein praktisch schon idiotisch ist, so eine Forderung, wir bräuchten ein europäisches Google, das ist eigentlich genau unsere Chance auch, dass wir nicht diese Digitalmonopole in Europa haben, weil hätten wir die hier, wäre wahrscheinlich sowas wie die EU-Datenschutzgrundverordnung oder E-Privacy und sowas überhaupt gar nicht erst möglich, aufgrund des Einflusses der Lobbys und so weiter. Also da sehe ich für Europa durchaus eine große Chance. Und dann noch abschließend auch zu China vielleicht, um da nicht so zu dystopisch zu enden. Natürlich ist ein System, in dem kein freier Diskurs, kein freies Denken und so weiter möglich ist, letztendlich auch kreativfeindlich, innovationsfeindlich. Und in dieser Hybris, diesem Anspruch totaler Kontrolle, ist vielleicht auch schon das Scheitern mit einprogrammiert. Dies wäre zumindest, natürlich nicht zuletzt, sondern an erster Stelle dem wunderbaren chinesischen Volk zu wünschen, dass dem so ist. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, tut mir leid, das ist zumindest ein oder zwei Fragen, ja? Ja, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Mich würde interessieren, wie ist eigentlich das Verhältnis Stadt-Land? Also gibt es da irgendwie ein Gefälle in Richtung Digitalisierung, weil ich mir das immer gar nicht vorstellen kann, so in den ländlichen Gebieten, dass da auch überall Kameras hängen? Ja, kann ich tatsächlich aus einer Erfahrung nicht sagen. Ich war nur in den großen Städten und mit Sicherheit gibt es da ein großes Gefälle. Ja, vielleicht weiß jemand besser. Also davon gehe ich aus und der Plan ist natürlich, das in absehbarer Zeit dann wirklich flächendeckend auszubauen. Aber mit Sicherheit ist jetzt noch nicht jedes kleinste Bergdorf auch komplett videoüberwacht. Würde ich mal davon ausgehen. Vielleicht weiß jemand besser. Darauf kann ich nicht antworten. Ich wollte eine andere Frage stellen. So, du hast ja gerade gesagt oder ausführlich dargestellt, dass Kreativität eingedämmt wird, aber die ganzen Dinge, die da passieren mit dem Social Credit System und so weiter, das ist ja im Endeffekt eine riesige kreative Leistung. Wo kommt die her? Und weil das sind ja irgendwelche Eliten, die dann total linienkonform sein müssen, damit sie Eliten werden können, die haben aber trotzdem diese Kreativität, so ein neues großes Ding aufzuziehen. Das kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen, wie das passiert. Naja gut, das war jetzt natürlich erstmal eher rein abstrakt, soziologisch, philosophisch in die Zukunft gedacht, dass das sozusagen mittelfristig ein Problem werden könnte. Ja? Noch ist es wahrscheinlich eben höchstens ansatzweise ein Problem. Könnte man jetzt lang drüber sprechen. Ich glaube, wir haben leider keine Zeit. Aber ich denke schon, dass es mittelfristig womöglich backfiren könnte. Okay, ich würde das jetzt ganz gerne hier beenden. Vielen, vielen Nicht Dank. Ganz gerne, leider. Vielen, vielen Dank, Philipp von Becker. Ich glaube, wir hätten gerne noch viel mehr gehört zu dem Thema. Also herzlichen Dank für den tollen Beitrag.